Einige von euch sind schon in Feierstimmung, das ist völlig angemessen, denn wir kommen jetzt auch zum richtig angenehmen Teil der Veranstaltung, nämlich zu lauter Preisverleihung. Ja, und da ziehe ich mich mal komplett zurück, das überlasse ich hier den Masters of Pfiff. Gut, ja, vielen Dank für die Einleitung. Liebe Mitglieder des Pfiff, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe Preisträger des Weizenbaum Studienpreises 2018. Seit diesem Jahr, ich habe es ja vorher schon gesagt, widmen wir uns am Studienpreis und eine später noch zu vergebende Weizenbaum-Medaille. Professor Dr. Josef Weizenbaum, der die Gründung des Pfiff gefördert hat, den wir bereits 1998 einen Ehrenpreis des Pfiff für seinen Einsatz für Verantwortung in der Informatik verliehen haben und der unser langjähriges Vorstandsmitglied war. Ich habe ihn bereits im letzten Jahr mit Worten zitiert, die finde ich so treffend, dass ich sie dieses Jahr einfach wiederholen möchte. Er hat mal über sich selber gesagt: Ich bin kein Computerkritiker. Dieser Begriff ist sinnlos. Computer können mit Kritik überhaupt nichts anfangen. Nein, ich bin Gesellschaftskritiker. Es geht mir um die Rolle des Computers in unserer Gesellschaft. In Gedenken an Josef Weizenbaum verleiht das Pfiff heute seinen Weizenbaum-Studienpreis 2018. Unsere Konferenz dieses Jahr zeigt es wieder deutlich. Informatiksysteme sind geronnene Machtstrukturen, die dafür genutzt werden, die Produktivität der menschlichen Arbeitskraft zu erhöhen und ihre Nutzung zu optimieren. Bei ihrer Konzeption und Implementierung werden Entscheidungen getroffen, die diese Machtstrukturen festlegen und weiter verfestigen. Natürlich müssen nicht diese Entscheidungen getroffen werden, sondern es können auch andere Entscheidungen getroffen werden. Dieses gilt aber für alle Bereiche. Das gilt für die industrielle Produktion, für Dienstleistungen, für das Militär, für die öffentliche Sicherheit. Das Schwierige dabei ist, wenn man funktionierende Technik mal hat, dann wird sie in der Regel einfach angewendet. Und zwar dann völlig unabhängig davon, ob das rechtmäßig ist oder ob das Ganze sozialverträglich ist. Es ist die gesellschaftliche Aufgabe von Informatikerinnen und Informatikern, also unsere gesellschaftliche Aufgabe, technische Systeme auch von ihren ethischen, sozialen und rechtsstaatlichen Anforderungen her zu denken, um eine Technik zu verhindern, die zum Selbstzweck wird und schädliche Nutzung als sogenannten Sachzwang etabliert. Mit unserem Studienpreis wollen wir Arbeiten auszeichnen, die dieser Aufgabe gerecht werden. Wir bedanken uns herzlich für die große Anzahl an Arbeiten, die in diesem Jahr bei uns eingereicht wurde. Eine Jury besetzt mit Professorin Britta Schinzel aus Freiburg, Professorin Marie-Therese Tinnefeld aus München, die uns zu juristisch geprägten Arbeiten beraten hat, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Rainer Rehack aus Berlin, René Malski aus Münster und mir selbst, Stefan Hügel, ich komme aus Frankfurt am Main. Wir haben aus den Einreichungen für den Studienpreis 4 Arbeiten ausgewählt, die wir heute hier prämieren werden. Ich komme zur ersten Laudatio für den 3. Preis. Das Pfiff verleiht den 3. Preis des Weizenbaum-Studienpreises an die Arbeit von Nico Lück, Künstliche Intelligenz und Rüstungskontrolle, der Einsatz maschinellen Lernens in Waffensystemen und Verifikationsmaßnahmen. Es handelt sich dabei um eine Masterarbeit, die an der Goethe-Universität Frankfurt am Main entstanden ist. Bereits im letzten Jahr haben wir eine Arbeit ausgezeichnet, die die Anwendung der künstlichen Intelligenz zum Thema hatte. Die Anwendung statistischer Klassifikation in der Kriminalprognostik. Seither scheint der Hype um die künstliche Intelligenz, den um das Thema Algorithmen, abzulösen. Damals war eben noch mehr von Algorithmen die Rede und weniger von künstlicher Intelligenz. Gerade hat der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz eingerichtet, nämlich genau vorgestern, Donnerstag. Dass die Beschäftigung mit KI schon lange nicht mehr auf die Informatik begrenzt werden kann,
Dafür ist die Arbeit von Nico Lück ein Beispiel. Sie ist am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main entstanden und steht inhaltlich im Grunde mitten im Zentrum der Aktivitäten des FIF, der Einsatz informatischer Methoden in Waffensystemen und in der Rüstungskontrolle. Sie geht, so der Autor selbst, der Frage nach, welche Folgen der Einsatz lernender künstlicher Intelligenz in Waffensystemen und Verifikationsmaßnahmen aus der Perspektive der Rüstungskontrolltheorie hat. Wir zeichnen diese Arbeit heute aus mit dem Weizenbaum-Studienpreis. KI und autonome Waffensysteme können zur Destabilisierung führen, indem sie, anders als Menschen, keinen deeskalierenden Charakter haben, technologisches Wettrüsten fördern und sich die Technologie unkontrolliert verbreiten kann. Sie entzieht sich vielen traditionellen Methoden zur Überwachung und Beschränkung. Die Ansatzpunkte der traditionellen Rüstungskontrolle, eindeutige Materialisierung, Fähigkeiten oder Funktionsweise, scheitern an den intransparenten Eigenschaften von KI. Weder nachträgliche Erklärung noch eine vorherige Determinierung der Handlungen sind möglich, da das erlernte Modell nicht einsehbar und dabei nicht überprüfbar ist. Es bleibt lediglich die Kontrolle und Beschränkung während des Entwicklungsprozesses oder des aktiven Einsatzes in militärischen Operationen, die eine vertragliche Kontrolle nach traditioneller Logik erschweren. Zudem sind heutige digitale Innovationen leichter zu kopieren als frühere mechanische Innovationen in Waffensystemen, weshalb technologisch überlegene Staaten immer mit sich selbst im Rüstungswettlauf stehen. Weshalb die KI selbst und nicht die Waffen oder die Waffen in Verbindung mit KI im Fokus der Kontrolle stehen müssen. Umgekehrt können nach Ansicht des Autors KI-Verifikationsmaßnahmen aus der Perspektive der Rüstungskontrolltheorie die Stabilität unterstützen, indem sie die technische Überwachung seines Erachtens nach zu einer weiteren, weitaus präziseren und umfangreicheren Informationsverarbeitung befähigen und die öffentliche Zugänglichkeit der KI-Methoden für ein intensiveres Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure ermögliche. Letzteres hinterfragen wir allerdings kritisch, denn mit der Methodenkenntnis ist in der KI keinerlei Ergebniskontrolle impliziert. Bei den Anwendungsgebieten Satellitenbildinterpretation oder nukleare Überwachung durch Sensorabtastung von Rüstungsgütern und Spektralanalyse von radioaktiven Substanzen können KI-Methoden nützlich sein, ebenso bei der Integration diverser Informationsträger mit Geo- und Open-Source-Daten. Die vom Autor für die Zukunft als essentiell geforderten Aspekte, um das Vertrauen in die Technologie zu stärken, Transparenz, Kausalität statt Korrelation und Manipulationsschutz, können jedoch aus unserer Sicht, zumindest allgemein, nicht erfüllt werden, da die Ergebnisse lernender KI-Technologie nicht nur, wie der Autor völlig richtig schreibt, intransparent sind, sondern grundsätzlich kontingente, unvorhersehbare, nicht reproduzierbare Ergebnisse liefern. Diese Eigenschaften sind den Methoden inhärent. Ausnahmen können neuronale Netze, wie für Deep Learning verwendet, etwa für das Go-Spiel, Schach oder Roboter, in abgeschlossenen Bereichen, und zwar sowohl vom Gegenstandsbereich her abgeschlossen, als auch örtlich abgeschlossen, wie am Laufband bilden. Nico Lück gibt einen umfassenden Überblick über die Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz für Waffensysteme und Abrüstungsverifikation und wendet die Rüstungskontrolltheorie überzeugend auf seinen Gegenstand an. Obwohl keine Informatikarbeit, ist sie informatisch gut fundiert. Die Verbindung zwischen den politisch-psychisch-sozialen Handlungsspektren und technischen Gegebenheiten gelingt ausgezeichnet. Sie vergleicht auch die US-, russischen und chinesischen Konzepte und Vorgehensweisen und verknüpft dies alles mit einschlägigen vertraglichen Vereinbarungen. Die Jury hat sich einheilig für die Auszeichnung dieser Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Nico Lück, zum Weizenbaum-Studienpreis 2018. So, also hier die Urkunde. Wir müssen ein bisschen rüber. Gibt es einen Fotografen? Irgendjemand wollte fotografieren? Nö, wir haben ja. Okay, also erstmal die Urkunde und nochmal herzlichen Glückwunsch und das hier als kleines Zusatz. Danke sehr. Könnte ich gleich?
Bitte? Genau, ja. Möchtest du dir das Headset oder geht so? Geht so. Ja, vielen Dank der Jury, vielen Dank dem FIF für diesen Preis. Mein Name ist Nico Lück, ich habe diese Masterarbeit an der Goethe-Universität Frankfurt geschrieben und an der TU Darmstadt. Und wie ihr gehört habt, heißt die Künstliche Intelligenz und Rüstungskontrolle. Als ich mich diesem Thema genähert habe und wissen wollte, ja, was ist eigentlich KI, weil wenn ich es in der Empirie anschauen will, dann brauche ich vielleicht erstmal eine Definition. Das war aber erstmal gar nicht so einfach. Wie dieses Zitat zeigt, there are about as many definitions of AI as researchers developing the technology. Und das kann ich nur unterstreichen. Deswegen habe ich mich nicht auf eine Definition festgelegt, sondern habe es nur umgrenzt. Und zwar auf anwendungsspezifische künstliche Intelligenz im Gegensatz zur generellen Intelligenz, die sich zum Ziel setzt, den menschengleiche Intelligenz nachzuahmen. Aber diese anwendungsspezifische künstliche Intelligenz gilt nur auf eine Disziplin. Dann habe ich mir die Definition angeschaut und ich habe gesehen, dass es interessanterweise zwei Gemeinsamkeiten gibt der meisten Definitionen. Und das ist die Lösung hochkomplexer Aufgaben und die Anpassungsfähigkeit gegenüber der Umwelt. Und diese zwei Fähigkeiten können erst durch die Lernfähigkeit befähigen die KI erst mit der Lernfähigkeit zu herausragenden Leistungen. Aber nun zur Rüstungskontrolle. Die traditionelle Rüstungskontrolltheorie basiert auf dem Sicherheitsdilemma und dieses Sicherheitsdilemma wiederum auf der Annahme, dass es keine übergeordnete exekutive Macht gibt im internationalen System. Das heißt, was auch immer ein Staat tut, ob er jetzt abrüstet oder aufrüstet, es kann immer schief gehen. Wenn also ein Staat sein Nachbarstaat anschaut und wahrnimmt, dass er bösartig ist, nicht aufrüstet, dieser Nachbarstaat aber eigentlich bösartige Intentionen hat, kann er angreifen und der erste Staat ist ein Opfer. Denkt der Staat, der Nachbarstaat ist ein Feind und rüstet auf, fühlt sich der andere Staat angegriffen und rüstet im Gegenzug auch auf. Also in diesem Dilemma steht jeder Staat und entweder er rüstet auf oder ab, er kann eigentlich nur verlieren. Und er fragt sich jedes Mal, was schreckt ab, wie viel ist ausreichend und was ist, wenn die Abschreckung fehlschlägt. Und um diese drei Dilemmata zu minimieren, gibt es die Rüstungskontrolle. Die Ziele sind, die Kriegswahrscheinlichkeit zu senken, also in Krisensituationen, dass kein Krieg daraus entsteht, die Rüstungskosten zu senken, dass das Budget in zivile Zwecke gesteckt wird und falls ein Krieg ausbricht, den Schaden zu minimieren. Und wie geschieht das? Einmal, da gibt es zum Beispiel die Limitierung, Reduzierung und Abschaffung von bestimmten Waffenkategorien, die Regulierung von stationierten Streitkräften, Testverbote, Verbreitungsverbote und Nutzungsbeschränkungen und weitere andere. Wenn wir jetzt auf künstliche Intelligenz schauen im Waffensystem, es ist nicht mal ganz klar, ob sie jetzt lernfähig ist oder ob sie keine Lernfunktion hat von außen. Aber sie wird zum Beispiel angewendet in Assistenzsystemen für Kampfpiloten, in der Steuerung von Drohnen und Kampfjets, wobei Kampfjets bisher nur in der Simulation erfolgreich war und das auch mit einer lernenden KI. Sogenannte Loitering Weapons, das sind Raketen, die selbstständig Ziele suchen und wenn sie kein Ziel finden, sich irgendwo zerstören. Geschütztürme, die eine relativ simple Umwelt haben, weil sie nur einen bestimmten Bereich schützen müssen und bei bestimmten Gegebenheiten schießen müssen. Aber all diese Waffensysteme haben als Kernelement die KI. Und es gibt einen populären Diskurs über ein Verbot von autonomen Waffen. Doch meiner Meinung nach, das ist der falsche Fokus, denn wenn man sagt, KI ist erst das Element, das diese Systeme ermöglicht, zu diesen kontrollwürdigen Möglichkeiten befähigt, dann muss eigentlich KI beschränkt werden und Autonomie ist nur ein Symptom des Ganzen.
Wenn man sagt, okay, KI soll ein Kontrollgegenstand sein von diesen Verträgen, dann gibt es mehrere Ansatzpunkte. In der Rüstungskontrolle werden beispielsweise Trägersysteme beschränkt, sowas wie Raketensysteme. Doch durch hohe Hardware-Kompatibilität, wie es bei jeder oder bei manchen Softwaren der Fall ist, kann die KI auf ein anderes Trägersystem migriert werden. Beispielsweise von einer Drohne auf ein U-Boot, aber trotzdem behält es die Fähigkeiten der Zielerkennung oder der Navigation. Ein anderer Ansatzpunkt ist das Regulieren der sichtbaren Fähigkeiten, das heißt das Verbot von zum Beispiel Nuklearwaffentests. Allerdings können auch hier Aktualisierungen stattfinden oder über ein App-System Fähigkeiten hinzu- oder entfernt werden, möglicherweise direkt vor oder nach einer Kontrolle. So ein App-System wird auch bereits in Kampfjets angewendet, aber bisher noch nicht, soweit ich weiß, mit lernender oder mit künstlicher Intelligenz. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die innere Funktionsweise. In der humanitären Rüstungskontrolle werden Antipersonenminen oder Cluster Munition verboten, weil sie nicht diskriminieren zwischen Kombattanten und Zivilisten. Aber da auch die Eigenschaften kompilierter Software oder der Lernmodelle, dass sie nicht transparent sind, nicht nachvollziehbar sind, kann man auch dort nicht ansetzen und die KI regulieren. Und das waren eigentlich die hauptsächlichen traditionellen Ansatzpunkte der Regulierung, die aber alle nicht zutreffen auf KI. Es bleibt also nur die Regulierung in der Entwicklung. Das ist die sogenannte präventive Rüstungskontrolle, zu der es aber bisher nur Konzepte gibt. Oder im Einsatz, da gibt es einen Vorschlag von Jürgen Altmann, so eine Art Glassbox, die die ganze Kommunikation des Systems aufzeichnet, einen Hash zentral speichert und wenn man dem Verdacht nachgehen will, ob sich irgendwie gegen Regeln verstoßen hat, das System, kann man im Nachhinein nochmal die Kommunikationsdaten anschauen und der Hash verifiziert, dass es die Daten sind vom Einsatzzeitpunkt. Also alle traditionellen Ansatzpunkte sind erschöpft. Es müssen neue Maßnahmen gefunden werden, sonst wird diese strategische Stabilität, von der ich gesprochen habe, gefährdet. Aber auf der anderen Seite, also KI kann nicht nur in Waffensystemen angewandt werden, sondern auch in Verifikationsmaßnahmen. Verifikationsmaßnahmen sind Maßnahmen, die für bisher bestehende Rüstungskontrollverträge gelten. Das können Verträge für klassische Waffensysteme sein, aber auch Massenvernichtungswaffen. Und die Einhaltung dieser Verträge muss irgendjemand überprüfen. Instrumente sind hier die Fernerkundung oder vor Ort Inspektion. Das heißt, supra- oder multinationale Organisationen oder auch Nationalstaaten können durch Überflüge oder durch andere oder durch Teams, die vor Ort dort sind, Informationen sammeln und so die Einhaltung verifizieren. Das heißt, es ist Informationssammlung, Informationsverarbeitung und Analyse. Die Ziele sind, Transparenz zu schaffen, um bei Vertragsbrüchen mit diplomatischen, militärischen und ökonomischen Maßnahmen zu reagieren. Es soll Vertrauen aufgebaut werden, nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch in das Instrument Rüstungskontrolle selbst. Und wenn ein Staat beschuldigt wird, diese Verträge nicht einzuhalten, dann kann es durch diese Maßnahmen zeigen, dass es diese einhält und das somit beweisen. Falls dann doch so ein Vertrag mal gebrochen wird, kann er vor den Sicherheitsrat gebracht werden, der wiederum Embargos, Sanktionen beschließt oder militärische Gewalt androht. Wie kann dort KI helfen? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. In einigen Rüstungskontrollverträgen werden Satellitenaufnahmen genutzt, um die Compliance zu verifizieren. Das heißt, sie werden ausgewertet und größtenteils durch Menschen. Allerdings kann durch maschinelles Lernen eine Kategorisierung besser stattfinden, gegebenenfalls sogar eindeutige Identifikation von Rüstungsgütern geschehen.
Aber neben der Mustererkennung von Rüstungsgütern kann KI auch Anomalien in nuklearen, chemischen oder biologischen Fabriken erkennen, falls eine Produktion von waffenfähigem Material vermutet wird. Außerdem, ein gutes Beispiel ist auch das International Monitoring System der CTBTO. Die haben an ganz vielen Stellen der Welt Messstationen errichtet, wo Radionuklide, seismische und Infraschallsensoren platziert sind, um Nuklearwaffentests zu registrieren. Das ist aber eine riesige Datenmenge, die von einfachen Systemen und Menschen analysiert werden. Und hier experimentiert die Organisation bereits damit, maschinelles Lernen einzusetzen, um Anomalien zu erkennen oder und halt Nuklearwaffentests zu identifizieren. Ein dritter Punkt ist, in Vor-Ort-Inspektionen könnte KI helfen, das heißt bei der Durchleuchtung von Containern und der Identifikation von eventuell Waffen darin oder kann auch die elementare Zusammensetzung von radioaktivem Material analysieren und das Alter und den Ursprungsreaktor herausfinden. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, einmal auf der linken Seite eine Thermografie eines Kernkraftwerks, das zeigt bei Block A, Block A ist aktiv, Block B nicht, und künstliche Intelligenz könnte hier einen Rhythmus wieder identifizieren und gegebenenfalls Anomalien erkennen, falls außerplanmäßig zum Beispiel angereichert wird. Auf der rechten Seite, das ist ein Beispiel der humanitären Rüstungskontrolle bei der Aufräumung von Antipersonenminen, die im Boden versteckt sind, hilft Radar, um diese aufzuspüren, aber es muss identifiziert werden, ist es eine Mine oder ist es einfach nur ein Metallstück, zum Beispiel eine Getränkedose. Und diese Radarsignale können wesentlich besser von maschinellem Lernen identifiziert werden, als, wie ihr seht, von Menschen. Also kann KI auch als Kontrolleur agieren. Der Vorteil ist hier, es gibt eine präzisere und umfangreichere Informationsverarbeitung. Außerdem kann es zivilgesellschaftliche Akteure stärken, weil die Software frei verfügbar ist und zur Analyse von großem Datenmaterial zur Verfügung steht. Man schaut sich an den Blog Bellingcat. Dies Ganze kann dazu führen, dass die strategische Stabilität verbessert wird, wie ich eingangs gesagt habe. Allerdings ist darauf zu achten, dass für Vertrauen gibt es gewisse Voraussetzungen. Das heißt, es muss transparent sein, es muss nachvollziehbar sein, was es aktuell, ja, glaube ich, nicht ist. Es gibt aber ganz viele Forschungsrichtungen, die das versuchen zu verbessern. Und es muss geschützt sein gegen externe Manipulationen von den Eingabedaten. Um das Ganze zusammenzufassen, auf der einen Seite, KI entzieht sich vielen Ansatzpunkten zur quantitativen und qualitativen Kontrolle. Das heißt, KI muss in der Entwicklung kontrolliert werden oder im Einsatz. Auch andere Methoden haben dadurch höhere Relevanz, zum Beispiel gesamtmilitärische Transparenz oder vertrauensbildende Maßnahmen. Auf der anderen Seite kann KI ein sehr starkes verifizierendes Instrument sein, durch präzisere und umfangreichere Informationsverarbeitung. Es schafft Transparenz, es hilft, die Verträge zu verifizieren und es stärkt Vertrauen in das Instrument Rüstungskontrolle. Und mit diesem Fazit vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit. Sprecht mich gerne später an, wenn ihr Interesse habt an dem Thema Rüstungskontrolle. Und nochmal vielen Dank für den Preis. Danke. Ja, vielen Dank. Wir fahren direkt im Programm fort und ich komme jetzt zur Laudatio für den Preisträger des zweiten Preises. Das FIF verleiht den zweiten Preis des Weizenbaum-Studienpreises 2018
an Severin Engelmann für seine Arbeit The Digital Dimensions of Personal Identity. Es ist eine Masterarbeit, die an der Technischen Universität München entstanden ist. Der Vorfall um Cambridge Analytica ist noch immer in aller Munde. Offenbar waren Daten von 87 Millionen Nutzern betroffen. Wenn man diese Zahl relativ zu den aktiven Facebook-Nutzern, ca. 2 Milliarden, sieht, sind dies freilich gerade einmal 4%. Facebook hat aber Zugriff auf 100% der Daten. Und was macht Facebook eigentlich damit? Richtig, sie betreiben Microtargeting, sie schalten maßgeschneiderte Werbung. Gerade wurde ja bekannt, einige von euch haben es sicher in der Zeitung gelesen, dass selbst die Telefonnummern, die ja normalerweise abgefragt werden, um Sicherheit zu erhöhen, angeblich, auch für diesen Zweck genutzt wurden. So, und die Frage ist, wie wirkt sich das wiederum auf die Nutzer und auf die reale Welt aus? Damit beschäftigt sich die Arbeit unseres Preisträgers Severin Engelmann, dessen Arbeit The Digital Dimensions of Personal Identity wir heute mit dem Weizenbaum-Studienpreis auszeichnen. Die Arbeit ist an der Technischen Universität München am Munich Center for Technology in Society erstellt worden. Die Arbeit untersucht den Einfluss der sozialen Medien, in diesem Fall der Plattform Facebook, auf die Konzepte persönlicher Identität. 5 philosophische Identitätstheorien werden dafür zunächst untersucht. Von John Locke, Erinnerungskriterium, von Dan Sahavi, experimentelles Selbst, von Mariah Schechtman, narrative Selbstkonstitution, Harry Frankfurt, Willenskraft zweiter Ordnung und Charles Taylor, schwacher und starker Evaluator. Ich nehme an, dass der Preisträger gleich noch kurz erläutern wird, worum es sich dabei handelt. Der Autor analysiert dann das User Interface für die Endnutzerin und die Werbeschnittstelle. Facebook nennt es Audience Targeting Application des sozialen Netzwerkes. Er zeigt dabei den Zusammenhang zwischen der realen Welt sowie die abstrakte Abbildung der Realität in die Benutzerschnittstelle von Facebook. Ebenso stellt er die Abbildung der Benutzerschnittstelle in die Marketing-Schnittstelle dar. In seiner Schlussfolgerung stellt der Autor zunächst den Zusammenhang zwischen 3 Ebenen dar. Der realen Welt, der Abbildung der realen Welt in die Benutzerschnittstelle und die Abbildung der Benutzerschnittstelle in die Marketing-Schnittstelle. Die Transformation geht in beide Richtungen. Auch die Marketing-Schnittstelle beeinflusst die Benutzerschnittstelle und diese wiederum natürlich dann die reale Welt. Damit sind alle Facebook-Nutzer weltweit an dem Modell der sozialen Welt beteiligt, das von den Entwicklern von Facebook vorgegeben wird. Diese Werbung wird durch weitere Feedback-Schleifen optimiert. Wir zeichnen diese Arbeit mit dem Weizenbaum-Studienpreis aus, da sie ein besseres Verständnis über soziale Netzwerke und ihre Funktionsweise schafft. Die Analyse der Benutzer sowie Marketing-Schnittstelle und dessen Wirkung zurück in die reale Gesellschaft zeigt, wie einerseits Marketingkonzepte von sozialen Medien durch die Öffentlichkeit beeinflusst werden und wie die öffentliche Meinung umgekehrt durch Microtargeting beeinflusst werden kann. Die Arbeit wendet philosophische Konzepte auf ein aktuelles Phänomen der realen Welt, der Kommunikation und Interaktion über soziale Netzwerke, an und schafft dadurch die Grundlage für ein besseres Verständnis dieser sozialen Netzwerke und ihrer Funktionsweise. Die Analyse der Marketing- und Benutzerschnittstelle und der Rückwirkung dieser Schnittstellen auf die reale Gesellschaft schafft ein Verständnis dafür, wie einerseits die Marketingkonzepte von sozialen Medien durch die Öffentlichkeit beeinflusst werden und wie die öffentliche Meinung umgekehrt durch Microtargeting beeinflusst werden kann. Dazu werden in kreativer Weise die Erkenntnisse der Philosophie zur menschlichen Identität herangezogen. Die Jury hat sich einhellig für die Auszeichnung der Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Severin Engelmann, zum Weizenbaum-Studienpreis 2018. So, also herzlichen Glückwunsch. Ja, einmal die Urkunde und noch eine kleine. Dankeschön. Ja, vielen Dank an das FIF und vielen Dank für die wunderbare
Laudatio. Ja, ich freue mich sehr, heute im Rahmen dieser Preisverleihung die Kernpunkte dieser Arbeit vorzustellen. Hört man mich überall schon, oder? Ja. Es ist im Grunde eine philosophische Arbeit, aber ich habe sie auch im Rahmen eines Praktikums bei einer Marketingfirma erarbeitet. Genau, wir kennen das ja alle. Jeden Tag, wenn wir im Internet sind, auf Amazon, auf Facebook, auf Google, wo auch immer, wir bekommen personalisiertes Informationsmaterial angezeigt. Das heißt, die Internetgiganten produzieren eigentlich virtuelle Modelle im industriellen Maßstab. Das heißt, von Milliarden von Menschen, von uns. Und ich habe mich dann gefragt, nach welchen Prinzipien können die diese virtuellen Modelle eigentlich erzeugen? Und um hier eine Benchmark zu setzen, habe ich 5 Theorien personaler Identität in der Philosophie herangezogen und die damit verglichen. Oder ganz konkret ausgedrückt, ich habe mich dieser Frage gestellt, nämlich wie beeinflusst Facebook die hermeneutischen Dimensionen personaler Identität? Dabei bin ich auf die User Interface eingegangen und auf die Marketing Interface. Ich nenne das Marketing Interface, das ist einfach den Zugang, den Werbetätige zu Facebook haben. Bei der User Interface habe ich mich auf das Konzept der Hope for Possible Selves fokussiert, dazu später mehr. Und in der Marketing Phase habe ich mich auf die Lookalikes und auf Custom Audiences konzentriert. Fragt sich nur, was sind diese hermeneutischen Dimensionen personaler Identität? Dafür müssen wir kurz schauen, wie in der Philosophie personale Identität definiert wird. Nämlich versuchen Philosophen ein Kriterium zu finden, ab wann ein Mensch zu einer Person wird. Das heißt, die Theorien personaler Identität in der Philosophie sind sowohl deskriptiv, das heißt, sie sind festgelegt, sie werden beschrieben, und gleichzeitig sind sie dadurch auch normativ. Das heißt, sie stellen immer Ideale dar. Wenn wir geschichtlich zurückspringen, haben sich schon in der Antike Philosophen damit auseinandergesetzt und die haben versucht, das Konzept der Identität auf das Konzept der Person anzuwenden, weil sie haben sich gedacht, ja, eine Person hat dann Identität, wenn sie durch den Raum, durch die Zeit eigentlich gleich bleibt. Das haben sie versucht, dann Objekten zu verifizieren zunächst. Das heißt, wann ist ein Objekt gleich? Wann hat er Identität? Das ist heute bisher immer noch nicht gelöst, dieses Rätsel. Das kann man sich an diesem Paradox hier vor Augen halten, dass wenn bei einem Schiff Planke für Planke ausgetauscht wird und irgendwann ist das Schiff eigentlich nur noch mit neuen Planken besetzt, ist es dann immer noch das gleiche Schiff. Diese Problematik besteht natürlich auch bei uns, denn durch die Ontogenese sind wir eigentlich immer unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass ich körperlich der gleiche Mensch bin, die gleiche Person, die ich noch vor 10, 15 Jahren war und sicher nicht, die ich in den nächsten 20, 30 Jahren bin. Das heißt, John Locke war dann eigentlich einer der Ersten, der gesagt hat, Moment, das Kriterium für Person kann eigentlich nicht im Körperlichen liegen, sondern es muss irgendeine mentale Fähigkeit sein. Und seit John Locke definieren Philosophen personale Identität eben über ein mentales Kriterium. Und dieses mentale Kriterium führt dazu, dass Menschen bestimmte Selbstkonzepte von sich kreieren können. Das heißt, und hier kommt der Begriff der Hermeneutik ins Spiel, denn Selbstverständnis, oder anders gesagt, Hermeneutik bedeutet im Grunde genommen Interpretation. Das heißt, wie können sich Menschen interpretieren? Und hier kommt eigentlich auch wieder diese Identität hier ganz rechts ins Spiel, denn diese Selbstkonzepte sollen Kontinuität geben. Die Menschen sollen sich damit reidentifizieren können. Und alle Philosophen, die sich mit personaler Identität beschäftigen, in diesem hermeneutischen Sinne, befassen sich auch mit der Kontinuität ihres Selbstkonzepts. Ich hatte vorhin schon gesagt, diese Konzepte sind deskriptiv, sie sind normativ und wenn wir ein Programm schreiben, dann schauen wir uns zunächst ja auch eigentlich erstmal die Wirklichkeit an und versuchen dann von der Wirklichkeit zu abstrahieren. Das heißt, wir versuchen ein Modell zu bauen. Und dieses Modell ist immer eine Übersetzung der Dinge, der Handlungen, Aktivitäten, Prozesse in der Realität in ein Modell. Das heißt, es muss hier selektiert werden. Das heißt, es muss sehr, sehr viel weggelassen werden. Das heißt, hier ist auch schon diese normative Dimension, die in der Programmierung immer besteht, schon mit drin. Dann können natürlich Modelle wiederum die Basis dafür geben, dass andere Modelle darauf aufbauen. Und das ist genau der Fall bei Facebook. Also die ersten Programmierer, wir haben es gerade schon kurz gehört, von Facebook hatten die fundamentale Aufgabe, einen Teil zumindest der sozialen Wirklichkeit in einem Modell darzustellen, Handlungen, Prozesse, Freundschaft, Liebe, alle diese Dinge, die in der sozialen Wirklichkeit eben entstehen.
so damit User in der Facebook-User-Interface interagieren können und darauf aufbauend die Facebook-Marketing-Interface gebaut. Das heißt, die Marketing-Interface setzt eigentlich auf der User-Interface auf und beobachtet, was sich da so tummelt osearwas da stattfindet. Und John Searle, der Philosoph, hat hierfür eigentlich eine ganz gute oder plausible Unterscheidung getroffen. Es gibt sowas wie Observer Relative Truths und die soziale Wirklichkeit besteht rein aus Observer Relative Truths. Das heißt, das, was soziale Wirklichkeit ist, besteht eigentlich im Auge des Betrachters. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Liebe, Freundschaft, diese ganzen Dinge der sozialen Wirklichkeit bestehen eigentlich nicht ohne einen Betrachter. Es gibt aber auch Observer-Independent Truths, zum Beispiel die Tatsache, dass auf dem Kilimanjaro Schnee liegt. Und diese Wahrheit gibt es auch, ohne dass ein Mensch sie betrachten muss. Das heißt, wenn es keine Menschen mehr gibt, gibt es immer noch die Wahrheit, dass auf dem Kilimanjaro Schnee liegen kann. Das heißt, genau 2 Milliarden Menschen heute partizipieren sozusagen in dem Modell der sozialen Welt, das nach der Auffassung der Programmierer von Facebook, was soziale Wirklichkeit ist, konstruiert wurde. Und ich stelle jetzt kurz meine Ergebnisse vor. Ich habe jetzt hier 3 Philosophen genommen, in der Arbeit sind es insgesamt 5. Ich fange eben mit John Locke an und ich gehe auch nur auf das Schlüsselkriterium für personale Identität ein. Natürlich haben die Philosophen darüber riesige Werke geschrieben. John Locke sagt, dass Menschen zur Person werden dadurch, dass sie die Fähigkeit zur bewussten Erinnerung haben. Das heißt, er stellt zunächst fest, Menschen können wahrnehmen oder es ist unmöglich für Menschen wahrzunehmen, dass sie wahrnehmen, ohne wahrzunehmen, dass sie selbst wahrnehmen. Das heißt, in der Wahrnehmung weiß ich schon, dass ich es bin, der wahrnimmt. Sonst kann ich nicht wahrnehmen. Und daraus resultiert er, dass sich die Identität der Person so weit erstreckt, wie die Wahrnehmung ins Vergangene geht. Das heißt, ich kann hier im Jetzt wissen, dass ich schon damals etwas wahrgenommen habe und so weit, wie diese Wahrnehmung geht, erstreckt sich die Person. Das ist der deskriptive Teil dieser Theorie. Und nur eine kurze Anmerkung, der normative Teil wäre jetzt zum Beispiel, dass Menschen mit Alzheimer nach John Locke keine Personen sind. Wir wissen auf Facebook, und jetzt komme ich zum User Interface, dass Profile um Sichtbarkeit konkurrieren, zum Beispiel wenn sie soziales Kapital austauschen. Das heißt, bei Facebook liegt inhärent der Wert auf dem Neuwertigen des Inhalts. Zwar können Profile als Erinnerungsrepositorien dienen, aber nur in der Theorie. In der Praxis werden sie selten als solche verwendet. Und drittens wird Erinnern dadurch eigentlich auch zu einer Art öffentlichen Aktivität, da andere soziale Akteure auf Facebook eben Erinnerungen neu bewerten können oder auch neu validieren können. Auf der anderen Seite im Marketing-Interface spiegelt sich dieser Fokus auf der Neuwertigkeit wider. Hier wird zum Beispiel Werbetätigen gezeigt, dass sie nicht so viel Text in ihre, von Facebook gezeigt, dass sie nicht so viel Text in ihre Werbematerialien reinschreiben sollen, da die User sowieso nicht die Aufmerksamkeitsressourcen haben, um sich das durchzulesen. Das heißt, hier widerspiegelt sich auch dieser Fokus auf der Neuwertigkeit. Der zweite ist Harry Frankfurt. Ganz andere Theorie personale Identität, nämlich hier für ihn ist die Person begründet in der Selbstreflexion für hoherstufige Wünsche. Das heißt, Menschen können sich über die Wünschenswertigkeit ihrer Wünsche Gedanken machen. Ich mache es kurz an einem Beispiel klar. Ich kann zum Beispiel Vegetarier sein. Das heißt, ich habe den ersten Wunsch oder den Wunsch erster Ordnung. Ich habe Hunger, ich will essen. Aber dadurch, dass ich ein ethisches Prinzip habe, ich habe mir Gedanken über die Wünschenswertigkeit meines Wunsches gemacht, kann ich dieses Essen auch ablehnen. Und das können nur Menschen. Das können andere Tiere zum Beispiel nicht. Und genau, hier kommen jetzt eben diese Hope for Possible Selves ins Spiel, die empirische Wissenschaftler schon ja, seit ein paar Jahren eigentlich aufgedeckt haben, nämlich dass die Selbstdarstellung auf Facebook so ausschaut, dass die meisten eine sozial wünschenswerte Identität darstellen, die ein Individuum gerne etablieren würde und auch glaubt, dass er oder sie diese etablieren könnte, wenn die Bedingungen gegeben wären. Und als Grund dafür dienen zunächst die Kommunikationstools, zum Beispiel Likes, Emoticons, begrenzen die Evaluationsmöglichkeit der User. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Kommunikationstools, die Sprache, die Bewertung begrenzt und umgekehrt. Und dadurch wird die soziale Attraktivität der Nutzer eigentlich zum dominanten Wunsch zweiter Ordnung für die User. Auf der User Interface schaut es so aus, man, oder reflektiert sich das auch.
Man kann es ganz einfach machen, wenn man so ein kleines Experiment schaltet. Man macht ein neues Profil, so wie hier, und dann befreundet man das nur mit einem alten Profil. Also man nimmt einfach sein altes Profil und macht ein neues und nur die kennen sich. Oder nur das Neue kennt nur das Alte. Und auf einmal gibt es eben diese Angleichung, die Facebook hier vollzieht. Das heißt, die Wünschenswertigkeit der eigenen Wünsche wird an die Wünschenswertigkeit der Wünsche anderer angegleicht. Man bekommt auf einmal soziale Akteure vorgeschlagen oder andere Identitätsbekundungen, die eben von dem anderen Profil gegeben worden sind, aber nicht die von einem selbst entsprechen. Zum Beispiel hier, dass einem Gruppen vorgeschlagen werden oder auch informationelles Material von anderen, die man gar nicht kennt. Hier sieht man eben wieder diese Angleichung. Und da, dem liegt ein Prinzip zugrunde, das beim Werbetätigen sehr, sehr beliebt ist, nämlich die sogenannten Lookalikes. Das heißt, man kann Selbstkonzepte basierend auf Ähnlichkeit targeten. Man sieht hier, es gibt da so eine Skala, das heißt 0% bis 10% Gleichheit, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Marketing-Tool, da man sehr, sehr wenige Daten braucht, um eigentlich sehr, sehr viel andere ähnliche Individuen zu targeten. Und final, Maya Schechtmann, auch wieder eine andere Theorie personaler Identität, die sich auf ein Narrativ stützt. Das heißt, sie sagt sowas wie, Menschen werden erzählt, und sie erzählen sich selber und werden auch noch von anderen erzählt. Und wenn Menschen durch die Welt gehen, dann erleben sie etwas und bestimmten Erlebnissen ordnen sie Bedeutung zu, anderen auch nicht. Das heißt, sie selektieren und dadurch entwickelt sich ein Narrativ, das sie artikulieren können. Andere im Umfeld können dieses Narrativ dann wiederum korrigieren oder bestätigen. Genau. Dazu muss man erstmal sagen, dass Facebook neue Möglichkeiten der Narrativproduktion ermöglicht. Es gibt neue Möglichkeiten über 10, 15 Jahre jetzt, wie lange es Facebook schon gibt, eben technisch vermittelte Narrative zu produzieren. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht so die Kernaussage dieser Arbeit, hat Facebook auch eine eigene narrative Kapazität heutzutage. Und das kann man sich eben anschauen, wenn man zum Beispiel die Kategorien betrachtet, nach denen alles getargetet werden kann. Zum Beispiel hier habe ich mal so eine Test-Audience gemacht von Frauen zwischen 20 und 30, die eben gerade in Manhattan waren, aber es nicht mehr sind, die gerade Kinder bekommen haben oder welche bekommen werden und die sich zudem noch für E-Books interessieren. Das heißt, was die Marketingwelt hier macht, ist, dass sie Erlebtes, Identitätsbekundungen von Individuen als gegeben ansieht, obwohl die Individuen selbst dieses nicht getan haben. Das heißt, letztendlich und damit zusammenfassend könnte ich sagen, das Antizipieren der Zukunft gewinnt für Selbstkonzepte an Bedeutung. Das haben wir bei John Locke gesehen. Und Facebook ist heute selbst eine Deutungsinstanz personaler Identität, was wiederum deskriptive und normative Dimensionen hat. Und dabei müssen wir uns klar werden, dass Facebook eben psychische und soziale Faktoren von Nutzern in einer deklarierten Form darstellt. Das sind Faktoren, die dem Nutzer vielleicht selbst gar nicht in dieser Form vorliegen, in dieser expliziten Form vorliegen. Und auch noch wichtig, und da kommen wir jetzt auch gleich zu der Frage der Transparenz, die auch schon im Vortrag davor angesprochen wurde, während sich Menschen mit ihrem eigenen Narrativ, dem Narrativ der anderen, auseinandersetzen können, können sie sich mit dem Daten- oder mit dem formalisierten Narrativ eben nicht auseinandersetzen. Und genau, ich möchte jetzt noch kurz drei Forschungsfragen, die weiterführende Forschungsfragen vorstellen, mit denen ich mich jetzt in meiner Promotion beschäftige. Nämlich eben schon einmal, wie können wir die normative Dimension dieser digitalen Modelle bewerten oder evaluieren? Was heißt hier Transparenz? Wie können wir diese Transparenz erreichen? Der zweite Punkt wäre, in der Informatik will man immer gerne optimieren, aber wie lässt sich so ein Konzept der Person überhaupt optimieren? Was heißt hier ein besseres Modell oder ein schlechteres Modell? Und drittens ein allgemein relativ bekanntes Privatheitsparadox, nämlich dass wenn Menschen, die ihre Privatheit eigentlich schützen wollen und weniger Daten teilen, dann eigentlich zu kurz kommen hinsichtlich dessen, dass sie unterrepräsentierte Modelle von sich haben. Das heißt, wir leben dann sozusagen in einer Welt, wo ich A, meine Privatheit schützen kann, aber
das virtuelle Modell von mir ist sehr weit von mir entfernt, von meinem eigenen Selbstkonzept und somit manipulativer vielleicht. Oder ich schütze meine Privatheit überhaupt nicht und habe repräsentativere Modelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hallo? Ah, sehr schön. So, es ist mir eine große Freude und Ehre, jetzt den ersten Platz des Weizenbaum-Studienpreises zu annoncieren und zu übergeben. Und zwar haben wir ihn vergeben an eine Bachelorarbeit, angefertigt an der Leuphana-Universität Lüneburg in der Fakultät Kulturwissenschaften, Institut für Kulturästhetik digitaler Medien. Und zwar trägt sie den Titel Vulnerable Systems, the Quantification of Affect in an Experimental Blockchain Pilot Project for Financial Transactions Management for Refugees. Das ist erstmal ein schöner langer Titel mit ganz vielen Labels, die gerade herumfliegen. Allerdings bewegt sich diese Arbeit von Herrn Leon Kaiser nicht in der klassisch affirmativen Jubelposition, wie sich doch durch den Einsatz von Blockchain die Welt zum Besseren wenden lässt, sondern wirft einen ganz konkreten Blick auf ein existierendes Blockchain-Projekt und analysiert an dieser Stelle, inwiefern weniger die Eigenschaften, die technischen Eigenschaften der Blockchain selber, sondern inwiefern die Versprechungen der Blockchain in diesem konkreten Projekt umgesetzt oder wie es das beeinflusst hat. Das heißt an der Stelle, es behandelt hauptsächlich den Diskurs, aber immer auch mit Rückgriff sozusagen auf die technischen Grundlagen. Das große Thema dabei ist das Vertrauen in die Blockchain. Das heißt, eine Eigenschaft, die einer Technologie zugeschrieben wird, wobei gerade das Vertrauen eine bestimmte, eine besondere Aura hat. Dazu werden wir gleich noch mehr hören. Und das ist an der Stelle interessant, weil es wie so oft in Technik und Technikdiskussionen nicht über das Jetzt geht, sondern über die Zukunft. Das heißt, die Versprechungen beziehen sich natürlich immer auf eine Zukunft, die im Einsatz von Technik dann auch eine bessere Zukunft ist. Erst wird die Blockchain-Technologie vorgestellt und dann geht es um die Ankündigungen, Versprechen und Anwendungsfälle, die sozusagen proklamiert werden. Und dann geht es um das World Food Program von den Vereinten Nationen und wie da digitale Identitäten durch Blockchain dargestellt werden sollen. Das heißt, das Thema ist eigentlich Techno-Utopismus, wenn man es so nennen möchte, und das Thema sind die Zuschreibungen an Technik und die daran geknüpften Entscheidungen. Denn wie wir ja hier die ganze Zeit auch sehen und lernen, ist natürlich die Folgen von Techniknutzung oder die Fragen in Bezug auf Technikeinsatz hängen eben davon ab, wie darüber gedacht wird, nicht wie die eigentlich schon tatsächlich sind. Interessant dabei, ich will nur ein paar Punkte nennen, die für das FIF insbesondere relevant waren, für die Auszeichnung dieser Arbeit an Leon Kaiser, ansonsten hören wir ja gleich noch was, waren so ein paar Einzelpunkte, zum Beispiel inwiefern das Vertrauen in die Blockchain umgestaltet werden soll oder genutzt werden sollte, Vertrauen in die Institution World Food Program sozusagen zu übersetzen. Das heißt, dass da sozusagen die Vulnerable Groups oder die, denen da geholfen wird, dass die nicht alleiniges Ziel sind, sondern auch eine Rechtfertigung den Geldgebern gegenüber und derartiges, wo man schon mal merkt, in welchen Dimensionen eigentlich so eine Technik eine Wirkung entfalten kann. Was man wie so oft bei so Einsatzmöglichkeiten oder proklamierten Einsatzmöglichkeiten von Blockchain erkennt, ist ein Vertrauen, was in Code proklamiert wird und nicht mehr in Institutionen, wobei ganz klar herausgestellt wird, dass Verwundbarkeiten, die dadurch vielleicht reduziert werden, an anderer Stelle noch viel schlimmer oder in anderer Form wieder aufkommen.
Und die Bedeutungsverschiebung oder die Deutung, dass das Vertrauen dann in so eine Art Algorithmic Authority oder Trust by Computation, daran merkt man, wie diese Technikzuschreiberinnen auch versuchen, aus diesen komplexen, unverstehbaren Bereichen der sozialen und vielleicht institutionell-organisational Interaktion, dass man die dann verschieben kann auf Technik und Algorithmen, denen vertraut wird. Und wir als Technikbewegte, wenn man diesen Begriff nennen will, wissen natürlich, dass das in größten Teilen auf ähnlichem Terrain gebaut ist, wie natürlich das Vertrauen in oder das blinde Vertrauen in soziale Interaktionen oder Organisationen. Im Ergebnis zeigt sich ein Zitat, was Lawrence Lessig neulich getätigt hat: The young people always innovate, oblivious to the past. Also es sieht so aus, als würden sozusagen die Jugend immer Innovation vorantreiben und dabei komplett die Vergangenheit vergessen. Vergangenheit vergessen heißt an der Stelle nicht zu erkennen, dass bestimmte Diskussionen schon mal geführt worden sind und beantwortet, dass bestimmte Probleme schon mal aufgekommen sind und dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die komplexer zu verstehen sind, als auf einem ersten Blick zu erkennen sind. Wir haben diese Arbeit ausgezeichnet, damit möchte ich schließen, nicht mit einem, weil sie nicht in einem allgemeinen für Blockchain oder allgemein gegen das Blockchain bestand, sondern auf eine ganz konkrete Anwendung geblickt hat und die sehr interessant analysiert hat, mit sehr sehr kreativen Denkweisen und dadurch erkenntnisfördernd, sowohl für Leute aus der Informatik als auch Leute, die nicht Informatik betreiben, aber dennoch sich für diese Themen interessieren. Also, Leon Kaiser, ich bitte dich auf die Bühne für die Übergabe und danach für den Preis. Gut. Herzlichen Glückwunsch, die Urkunde und das Getränk dazu. Okay. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Auf jeden Fall. Ich werde das auf Englisch halten, weil ich ein bisschen kulturwissenschaftliche Herangehensweise auch habe und die auch auf Englisch geschrieben habe und von dem Vokabular etwas abhängig bin in dem Hinblick. It's a pleasure and an honor to be here. Rainer said, I'm going to talk about what people mean when they say put it on the blockchain, or actually no, I want to talk about how this statement becomes possible today. I'm going to talk about blockchains and trust. More specifically, I'm going to argue that trust was crucial in bringing blockchain to the table, in popularizing it to for mass markets, in government, in humanitarian aid, this is my case, but also the wider economy. Making it acceptable also to research institutions, and I'm sure that you know that it's much easier to get funding when your project has blockchain in it, right? But first I want to thank my supervisors, Nishan Shah and Martin Warnke at Leuphana University, who really gave me space but also guidance in developing the question, the framework. And I also want to thank my colleagues at Netzpolitik, where I've had the pleasure to work for a year now, and learned so much about data protection, about institutional safeguards that are needed for digital systems in this time of accelerated digitalization. These are some news articles that I just put up there, right? We have ethnic conflicts that are very violent around the world.
minorities lose their recognition by the state, they are persecuted and have a hard time accessing help and humanitarian aid, right? There's another thing, the German asylum registration, like the Federal Bureau for Registration of Asylum Seekers in Germany, the BAMF, has a lot of trouble ordering their administrative processes after 2015, and really needs better processes, more trust, more accountability, everything, right? And then, I don't know, in the US, 2016, there's an election, and digital publics are used to basically disinform people, demobilize voters, and so on. Right. So these are like three symptomatic examples where the blockchain is portrayed as the solution to the problem, right? So you're going to have access to help, to funding. You're going to have a secure digital identity that that where you can be recognized by actors in this very dangerous space, or you're going to have accountability from all the right people working on these asylum cases, and of course voting is going to be secure. We know this is like. Complicated, more complicated than that. But to be clear, I also think that things can be put on the blockchain, right? And I would like, this is a very interesting app. It's from Bitcoin. It's where you can send messages in the Bitcoin network and then it reads them for you. And I think it's really funny, and I would even like send my thanks or something like that out on the blockchain network, and then it's going to be there. Everyone will have to download it once they join the network, and Bitcoin archaeologists will one day find it, right? So it has some beauty to it also, and I think this is perfectly fine. This is a valid blockchain use case. Somehow the text is not there. There are quotes. Okay, but I know what it says anyway. This is a book. This is my mythological framework, basically. It's a book by Wendy Chan from 2006. It's a chapter called Why Cyberspace, and she analyzes why the idea of the internet as cyberspace, how it was active in the public long before there was actually something like cyberspace, a commercial or an open web, something like that. It came from a novel in the 60s by William Gibson. And she says that there are public imaginations of technology long before it becomes actual practice in daily life, right? And she also says that the many slippages between interface, between technological basics, but also science fiction narratives and also extra media representation, like we have seen in these news articles before, are really necessary slippages between these layers to make a technological development, or to make software become this powerful as an imaginary device too. So this is like my framework, and this allows me to look at different news articles, at presentations from the World Food Program, at official data audit reports, and so on, and combine them all together, right? And the first one. The first one is this article by The Economist from 2015. It really describes the blockchain as the trust machine. It picks up a narrative that we know, right? There's the blockchain, there's even a golden Bitcoin. We all know there are no golden Bitcoins. There's like only like long lists of transactions that can be searched online and so on. But this is really like, and then there's the blockchain which is running the world in some kind of ways. It's really interesting. And it is portrayed as the trust machine in 2015. So how did it begin? Like this is not an actual Time magazine cover. It's like a Bitcoin fanboy who made it, I think. So this is Satoshi Nakamoto, the pseudonymous creator of Bitcoin. And he writes that in the Bitcoin paper, he says that while the system, namely commerce on the internet, works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust-based model. He doesn't like trust.
What is needed, he says, is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party, right? So there's a very different relation to trust that, and also a very specific idea of a system, of a very rigid system that Satoshi imagines here and also, well, writes down the proof of concept, right? So, yeah, he really doesn't like trust. And can I? Yeah, and and we know Bitcoin is also a kind of a funny technology. There are funny figures connected to it. People got really rich. Other people are tried to get some ransom with WannaCry and so on, and bought a sports car. And The Economist in their article, actually they write Bitcoin has a bad reputation, and they say this is unfair. And then they also say the value of Bitcoin has been pretty stable at around $250, which is funny, but 2015. And then goes on saying Bitcoin's shady image causes people to overlook the extraordinary potential of the blockchain, the technology that underpins it, right? Where there's also a strategic separation of Bitcoin and blockchain in the public discourse, right? No. Yeah, but people write blogs and they keep on thinking. So at one point, one early famous Bitcoin enthusiast wrote this article saying, "No, we're actually going to have a new trust model. Right? It's not about trustless societies. It's about trust by computation," where he says it maintains it. You can read it. Right? Yeah. The network requires investing trust in those gaining access, and this will be done away by trust with trust by computation. I mean, a real blockchain turns everyone into an outsider because you don't trust no one. But he says, "Oh, this is now going to be our new model for society." So this is to recap briefly a short history of trust. And in connection to blockchain and Bitcoin, how blockchain and Bitcoin got disconnected from each other. And then in last year, this is the director of innovation at World Food Program, Robert Opp. He starts his presentation called "Can Blockchain End Hunger?" with the words, "It really starts with one word, trust." And then he goes on saying, describing the mission of the World Food Program, and says, if you think about it, trust is our business. The people that we're trying to serve, the people we're trying to reach who are hungry, they trust us to get them with enough food and assistance and doing quickly, and the people that entrust their resources to us, the donors, they trust us to deliver that with maximum efficiency, maximum effectiveness. And well, now this trust technology is basically going to help us. This is what they started, a pilot project in 2016. It's, as of January 2018, there are more than 100,000 people using it. It's a private permission blockchain, not a Bitcoin blockchain, so they actually have thought a little about it, about privacy requirements and so on. And the next stage will see an expansion to 500,000 Syrian refugees in Jordan. I think, it's embedded in this cash-based transfer system, so they don't fly food in, but actually give cash to people in stores so that they can buy locally, and so on. And this cash-based transfer system requires a lot of data management for the WPF, and they've been doing it for more than 10 years. And also the UN in other agencies has been experimenting with new technologies for more than 15 years. This is a wonderful article which describes the use of biometric iris scans, which is also part of the prototype and pilot in Jordan, where the High Commissioner for Refugee used this technology already in 2001 to repatriate Afghan refugees, basically, and also to tell fraudsters and people claiming
two aid packages and so on from one another. So this was a fraud prevention technology in a way also. And this is now integrated into the this iris scanning technology integrated into the pilot in Jordan. But with the blockchain, we don't talk about this so much. It's a reframing device also, the blockchain. It paints a situation into rosy worlds of trust, basically, that you're then going to have. And yeah, this, I'm not going to talk about this. But the focus on technology is also visible in the presentation by Robert Orb. So he started with the quote I quoted, right? We're talking about the people that we're trying to serve, they trust us, right? And at the end, these are like his concluding remarks where he says, how can we build trust in blockchain is reliable, right? So there's an entire different question, right? It's not about how can we fight hunger more effectively, but how can we then talk to our bosses about implementing this technology organization-wide and so on. Yeah, so this is what I analyzed in much more detail, obviously. And I think it's also important to look at the institution that is driving this within the WFP, which is an acceleration innovator from Munich, and they really have their mission saying fail, a look into why it should be a good word, and I think this is a little scary, seeing that there's that little thought going into systems, and also, like, I mean, there are millions of people depending on the technology, and I think it's okay for a startup at a university to fail sometimes, but it's not important. It's not right to develop prototypes and roll them out into like into the real world within a couple of months, right? Because this was what happened with the Azra pilot that we're now scaling up to 500,000 people this year. The WFP hopes, right? And hallo, halt. Yeah. So the bump and also okay, so basically the Guardian article and the BAMF, which is the German Federal Asylum Agency, they both use the WFP project as basically a success story, right? They're going to say that we are helping refugees, we are empowering vulnerable people with this trusting technology. This is also, and I want to close with this, that we need to think about the work that people do for the blockchain, right? So the work that refugees are made to perform in order to make blockchain appear as trustworthy within global contexts of innovation, policy, and humanitarian aid, basically. Thank you.
So, dann kommen wir jetzt zu der letzten Verleihung eines Weizenbaum-Studienpreises. Wie Sie ihr vielleicht gemerkt habt, von den vier Vergebenen, die eingangs erwähnt worden sind, haben wir jetzt den dritten, den zweiten und den ersten vergeben. Es wird jetzt noch einer vergeben, und zwar gab es dazu viel verschiedene Ansichten innerhalb der Jury, sodass wir uns entschieden haben, dass wir diese Arbeit auszeichnen, einfach ohne Zahl. Und deswegen, da sage ich gleich ein paar Worte dazu. Und zwar geht es um eine Dissertation mit dem Thema Datenschutz und Technikgestaltung. Die Geschichte und Theorie des Datenschutzes aus informatischer Sicht und Folgerungen für die Technikgestaltungen. Im Fach Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin an den damaligen Diplom-Informatiker Jörg Pohle, mittlerweile ist es Dr. Jörg Pohle. Und es gab, also die Natur der Arbeit spiegelte sich unserer Ansicht nach auch gut in unserer internen Diskussion wider. Und zwar hat sich das kondensieren lassen, eigentlich auf die Frage, was ist Informatik? Wo verlaufen die Grenzen? Bezeichnet man Informatik auf der einen Seite eher so diesen technischen Ansatz in der formalisierten Welt oder auf der anderen Seite, wie ja zum Beispiel Wolfgang Coy in der für eine Theorie der Informatik auch proklamiert hat, dass natürlich die Informatik sich auch weit über die formalen Bestandteile ihrer selbst bewegen muss, sonst kann es selber auch gar keine ernstzunehmende Informatik sein. Und genau diese Diskussion hatten wir auch bei der Diskussion über die Arbeit von Herrn Jörg Pohle. Gerade Datenschutz und Technikgestaltung hat ja berührt viele Disziplinen und hat viele Elemente von Rechtswissenschaften über sozialwissenschaftliche Ansichten bis hinaus natürlich zu den informatischen Aspekten. Und diese Arbeit an sich ist mit 314 Seiten, ich korrigiere, eine materielle, das sichtbare Ergebnis von sehr viel harter Arbeit, eine immense Arbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Diskussionen nachzeichnet über den Datenschutz und Fragen behandelt, wie was schützt der Datenschutz überhaupt, was soll er tun oder was tut er, und zeichnet auch nach, wie Diskussionen über die Zeit hinweg sich verändert haben und möchte, so haben wir das gelesen, auch gleichzeitig sagen, dass viele der Diskussionen, die wir heutzutage haben, schon geführt worden sind und, so wie man einer gewissen suffisanten Unternote auch entnehmen kann, schon mit Ergebnissen, die heutzutage allerdings wieder vergessen worden sind. Man könnte auch sagen, und die Arbeit, die wir darin auch sehen und so wertvoll bepreisen wollen, ist auch eine nachzuzeichnen, wie sich Ideen verändert haben und dann vielleicht unter anderen Namen nochmal aufkamen und dann zu erkennen, ach, das ist doch, sind gleiche oder ähnliche Überlegungen, die schon mal getroffen worden sind, in neuem Gewand, und diese Ähnlichkeiten herzustellen, verlangt natürlich einen weiträumigen Überblick über die Materie, und die kann man sowohl der Arbeit als auch dem Literaturverzeichnis selber ansehen. Wir hatten in der Diskussion, haben wir uns auch entschieden zu sagen, das ist eine Arbeit, eventuell wird da nicht jede Lesende oder jeder Lesende den Überlegungen zustimmen, aber wer sich überhaupt sinnvoll in den Diskussionen um den Datenschutz, Datenschutztheorie, Datenschutzrecht und auch Datensicherheit, wer sich darin bewegen oder positionieren will, muss nicht allen Punkten in der Arbeit zustimmen, aber muss sie auf jeden Fall gelesen haben. Das heißt, an dieser Stelle schon mal ein Aufruf, wer in diese Richtung denkt und arbeitet, wie immer bei den Weizenbaum-Studienpreisen ist das eine ganz klare Leseempfehlung. Und und das lässt sich auch sehr schön ablesen daran,
weil der erste Satz der Zusammenfassung lautet: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die historische Konstruktion des Datenschutzproblems, des Datenschutzes als seiner Lösung sowie die Architektur seiner rechtlichen Implementation aufzudecken und einer kritischen Revision aus informatischer Sicht zu unterziehen, um daraus Folgerungen für die Technikgestaltung zu ziehen. Und die Arbeit selber beginnt dann mit dem Satz, oder mit dem, das Vorwort beginnt mit dem Satz, die vorliegende Arbeit entstand während, nein, stopp, das ist falsch, Entschuldigung. Also die Einleitung, der erste Satz der Einleitung lautet, und das wird, glaube ich, auch dann sehr gut die Diskussion, die sowohl in der Jury stattgefunden hat, als auch die Diskussion, die da sicherlich auch anschließen können, gut darstellt, lautet, diese Arbeit verfolgt das Ziel, den Major Consensus Narrative zum Datenschutz zu widersprechen. Und was genau das bedeutet, werden wir jetzt gleich angerissen sehen von Jörg Pohle. Ich bitte dich auf die Bühne für die Überreichung zunächst und dann für den Vortrag. Vielen Dank an dich, bitteschön, hier auch für dich das Getränk. Ja, ganz herzlichen Dank für die Laudatio, ganz herzlichen Dank für den Preis. Ich werde versuchen, in der relativ kurzen Zeit einen ganz guten Überblick darüber zu geben, was der Hintergrund der Arbeit ist, warum ich mich damit beschäftigt habe, was meine Forschungs- und Erkenntnisinteressen sind und dann das, was Rainer gerade eben schon angesprochen hat und tatsächlich auf eine lange historische Tradition zurückblicken kann und sehr stark auch von Personen geprägt wurde, die im FIF oder im Umfeld des FIF aktiv waren und aktiv sind. Was ist, was soll Datenschutz? Um ganz kurz am Ende meinen Vorschlag für ein analytisches Framework darzustellen, wie man solche Systeme in der Entwicklung, für die Entwicklung analysiert und dann datenschutzgerecht, was nicht unbedingt datenschutzrechtskonform nur bedeutet, designt, entwickelt und einsetzt. Was ist der Hintergrund? Der zentrale Hintergrund ist, Privacy, Surveillance und Datenschutz sind essentially contested concepts. Wahrscheinlich haben nicht sonderlich viele hier in dem Raum dieses essentially contested concept als Begriff schon mal gehört, aber euch allen ist bekannt, eines der sozusagen wichtigsten Beispiele für solche Konzepte, Demokratie, in der außer einem kleinen Kern, nämlich dass der Demos irgendwie mitbestimmt, es im Wesentlichen riesengroßen Streit darum gibt, in welcher Form das geschehen soll und sich dann etwa ganz an den ganz extremen Positionen repräsentative Demokratie und direkte Demokratie gegenüberstehen und sich nicht einigen können und sich auch nicht einigen wollen. Und für den Bereich, über den ich hier rede, kann man sagen, dass es weder in der wissenschaftlichen noch in der politischen Debatte eine Einigung zu den unzähligen Aspekten gibt,
die grundlegend für das Verständnis der Problemlage und die Entwicklung von Lösungsansätzen sind. Schon auf der Ebene der Bestimmung des Phänomenbereichs gibt es massive Diskrepanzen zwischen der Beschreibung, den Einordnungen und Erklärungen, die von verschiedener Seite geliefert werden. Während am einen Ende des Spektrums zwischenmenschliche Beziehungen zum Ausgangspunkt der Analyse gemacht werden, richtet sich der Blick am anderen Ende des Spektrums auf die strukturellen Bedingungen der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft. Nicht überraschend ist es daher, dass es auch keine Einigung über das Schutzgut gibt. Von individuellen Bedürfnissen oder Interessen wie Privatheit, Vertraulichkeit, Eigentum, Entscheidungsfreiheit oder Persönlichkeitsentfaltung, über soziale Konstruktionen wie Menschenwürde, Fairness oder Kommunikationsschutz bis zu gesellschaftlichen oder strukturellen Eigenschaften wie Freiheitsräumen, der Informationsordnung oder der Aufrechterhaltung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft wird alles vertreten. Gleiches gilt für die möglichen Gründe, Auslöser oder Verstärker der Gefährdung der betreffenden Schutzgüter. Ob technische Artefakte wie Daten, Informationen oder gar der Computer selbst, Praktiken wie Überwachung oder Veröffentlichung, Verdatung oder Missbrauch, Informationsverarbeitung oder Nutzung, Akteurskonstellationen oder deren Eigenschaften wie Machtimbalancen oder Phänomene auf der gesellschaftlichen Ebene wie die Digitalisierung aller Lebensbereiche, die globale Vernetzung oder die Industrialisierung der gesellschaftlichen Informationsverarbeitung. Alles ist schon einmal als Gefahr oder Gefährder, Risiko oder Risikoquelle identifiziert worden. Vor diesem Hintergrund überrascht es vielleicht ein wenig, dass Datenschutz, in dem Gleichen könnte man auch sagen Privacy oder Privatheitsschutz, in den letzten 40 Jahren eine große Anzahl von Gesetzen hervorgebracht hat. Scheinbar muss man sich doch irgendwie einigen. Das heißt nicht, dass es tatsächlich zu einer Einigung gekommen ist. Und der Vortrag heute von Kirsten Bock und Malte Engler haben das, glaube ich, gezeigt, wie viel da, obwohl es eine Einigung auf den Text gibt, in der Frage, was das eigentlich bedeutet, noch umstritten ist. Hinzu kommt, überall und immer mehr wird jetzt gefordert, auch in der Öffentlichkeit, aber eben auch in Gesetzen, dass solche Dinge wie Privacy oder Datenschutz in Technik umzusetzen sind. Als in der Debatte oft entweder Privacy oder Datenschutz by Design, Privacy Enhancing Technologies oder wie immer das dann jeweils mit welchem Begriff das jeweils belegt wird. Das, womit ich mich, das, was ich in meiner Arbeit aufgedeckt habe, in dem Versuch zu analysieren, was ist eigentlich das Problem, um dann auch ableiten zu können, was ist dann eigentlich eine gesellschaftlich akzeptable Lösung auch, festgestellt habe, ist, dass die Debatten, auch die Technikumsetzungsdebatten, seit mindestens den 60er Jahren laufen. Etwas, das ihr heute immer noch hört, ist, dass die Forderung danach, sowas wie Privacy oder Datenschutz, schon in frühen Phasen der Technikentwicklung mit einzubeziehen. Die Forderung ist von 1965, dass sie das erste Mal erhoben worden. So richtig weit sind wir nicht gekommen. So. Was ist mein Forschungs- und Erkenntnisinteresse? Und das hat damit was zu tun, dass es eben ein solches Feld, ein solches gemischtes Feld ist. Ich habe untersucht, wie historisch eine Menge von Problemen konstruiert wurde. Probleme, die je nach Theorieschule oder Strömung wahlweise als Privacy, Surveillance oder Datenschutzprobleme bezeichnet werden. Und wie dann jeweils Lösungen konstruiert werden, die diese identifizierten Probleme lösen sollen. Ich habe untersucht, welche Akteure betrachtet werden und welche nicht. Welche Beziehungen zwischen den Akteuren unterstellt wird. Welche Interessen, Eigenschaften, Kenntnisse oder Fähigkeiten jeweils zugeschrieben werden und welche ausgeblendet werden. Wie deren Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung adressiert wird.
und welche Rolle dabei jeweils informationstechnischen Systemen zugeschrieben wird und welche Folgen das haben soll. Folgen für Individuen, Gruppen, Organisationen oder die Gesellschaft insgesamt. Und wie auf dieser Basis, dieser Problemidentifikation, die eine Konstruktion des Problems ist, dann jeweils identifiziert wird, wie gerade dafür dann passende Lösungen, auch gerade auch Lösungen in Technik vorgeschlagen werden. Und dann habe ich untersucht, was davon aus informatischer Sicht überhaupt oder überhaupt noch haltbar ist oder nicht und was man daraus lernen kann. Wie gesagt, seit mehr als 50 Jahren beschäftigt sich die Informatik damit. Die ersten dezidiert informatischen Beiträge dazu sind in Mitte der 60er Jahre erschienen, aber so richtig weit sind wir nicht gekommen. Wir diskutieren immer noch und immer wieder über die gleichen Grundlagen und Grundfragen, und das liegt nicht zuletzt daran, dass es eine relativ schwache theoretische Basis gibt. In der Informatik wird sehr gerne dann einfach irgendetwas, irgendeine Theorie oder irgendein Theoriefragment auch nur herausgenommen, das dann zum Objekt der technischen Umsetzung gemacht wird, aber am Ende sind alle ganz stolz darauf, dass sie die Umsetzung beweisen können. Das ist, wenn man sich vorstellt, man hat so ganz viele umstrittene Vorstellungen davon, worum es geht. Und dann wählt man eine aus. Ja, und in der Informatik können wir sagen, wir nummerieren die einfach mal durch, ja, und dann wählt man Privacy 7 und baut dafür Technik. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass es auch für Privacy 3 hilft oder Privacy 11 oder was immer das Problem ist? Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag dabei historisch auf dem Datenschutz, genauer auf dem Verständnis von Datenschutz, wie er historisch vor allem in Deutschland, vor allem in den 70er Jahren im Umfeld der damaligen Rechtsinformatik oder damals noch Rechtskybernetik konzeptualisiert wurde, der auch nicht zuletzt einen großen Einfluss auf jedenfalls die ursprüngliche Architektur des Rechts hatte. Namen sind so Wilhelm Steinmüller, Adalbert Pottlech, die beide auch gegen das Volkszählungsgesetz geklagt hatten, 1983, Herbert Fiedler oder Klaus Lenk, teilweise mit Verbindungen zum Pfiff. Was soll Datenschutz? Die wichtigste Erkenntnis der Vorarbeiten ist, dass der Ausgangspunkt einer informatischen, auch einer dezidiert informatischen Analyse, die Analyse der tatsächlichen individuellen und gesellschaftlichen, der tatsächlichen automationsgestützten, zunehmend automatisierten und tendenziell industrialisierten Informationsverarbeitungsprozessen, der Praktiken und der Techniken, die eingesetzt werden in Organisationen und der Gesellschaft sein muss. Und schon damals war Datenschutz nicht einfach der Schutz von Privatheit oder was auch immer, sondern die Kehrseite von Datenverarbeitung, die Kehrseite moderner Datenverarbeitung. Und Datenschutz ist dann die Antwort darauf, die Menge der Vorkehrungen zur Verhinderung unerwünschter Folgen von Informationsverarbeitung. So hat das sozusagen Programm, das ein politisches Programm ist, die Gruppe um Wilhelm Steinmüller 1971 in dem Gutachten Grundfragen des Datenschutzes formuliert. Da geht es weit über das hinaus, was sozusagen heute nur entweder in Privatheit diskutiert, unter dem Label Privatheit diskutiert wird oder unter dem Label Surveillance diskutiert wird. Es geht um den Schutz von einzelnen wie gesellschaftlichen Gruppierungen vor unerwünschten Folgen jeglicher Art. Es geht aber auch um den Schutz staatlicher Institutionen, etwa des Parlaments oder der kommunalen Selbstverwaltung, der Demokratie, des Rechtsstaatsprinzips, des Sozialstaatsprinzips. Denn unerwünscht ist jede Folge von Informationsverarbeitung, die den Zielen der Gesellschaft zuwiderläuft, Zielen, die wir uns ganz oft eben auch gesetzt haben in so etwas wie zum Beispiel dem Grundgesetz, der Verfassung oder
Grundrechtecharta. Wichtig, William Steinmetz hat das ganz am Ende seines Lebens nochmal gesagt, es geht nicht um Privatsphäre, sondern um die gesellschaftliche Kontrolle von Technik. Es geht nicht nur um Privatsphäre, sondern auch um Öffentlichkeit und den Schutz von Öffentlichkeit vor der Verdatung. Die politische Deliberation oder das Funktionieren aller anderen autonomen gesellschaftlichen Bereiche, die jeweils eigene Funktionslogiken haben, vor der Unterwerfung unter die Funktionslogiken derjenigen, die die Technik kontrollieren. Es geht auch nicht nur um personenbezogene Daten, denn es ist keineswegs besser oder wünschenswerter, wenn Grundrechte oder Grundfreiheiten oder Rechtsstaat und Demokratie mit anonymen oder statistischen Daten verletzt werden. Es geht auch nicht nur um Daten, die in die Computer kommen, sondern auch um Prozesse, organisationseigene Entscheidungsprogramme, alles, was sozusagen aus der Welt irgendwie genommen wird und in die Technik gesteckt wird, was hier eingeschrieben wird. Gestern habe ich mit Daniel diesen Vortrag zu der Modellifizierung und Einschreibung gemacht. Was ist also Datenschutz? Was ist das Bedrohungsmodell? Einerseits geht es um Informationsmacht, also die Verstärkung der Fähigkeit, also als Gegenstück zu Informationsmacht. Darin liegt die Verstärkung der Fähigkeit zur Steuerung oder Beeinflussung individueller, kollektiver und institutioneller Betroffener und ihrer Kommunikation, Entscheidungen und Handlungen vorzunehmen. Es geht darum, zu verhindern, dass es zu Rationalitätsverschiebungen zugunsten derjenigen kommt, die die Technik gestalten oder einsetzen. Organisationen bedrohen die moderne, funktional differenzierte, gesellschaftprägende Trennung zwischen gesellschaftlichen Subsystemen, Feldern mit Kontexten und ihren jeweils spezifischen Eigenschaften, weil sie diese ihrer eigenen Organisationslogik unterwerfen. Ja? Facebook produziert nicht Öffentlichkeit, sondern eine Öffentlichkeit nach Facebooks Vorstellungen. Und dabei kommt es dann eben auch zu einem Kontingenzverlust für Betroffene. Das heißt, Organisationen gestalten Entscheidungsarchitekturen und prästrukturieren Handlungsmöglichkeiten, indem sie auf der Basis der Vergangenheit, wie sie sich in den zugrunde gelegten Informationen, das heißt Modellen, widerspiegeln, in der Gegenwart über Zukunft. Sie fesseln damit an die Vergangenheit, wie sie von den Organisationen selbst erzeugt wurden, und blockieren Möglichkeiten für Betroffene, sich in der Zukunft anders zu entscheiden. Datenschutz heißt damit, informationell begründete soziale Macht in der Informationsgesellschaft unter Bedingungen zu stellen, sie zu zwingen, sich zu verantworten und sie damit wieder oder überhaupt erst gesellschaftlich verhandelbar zu machen. Seine Funktion besteht darin, dass kontingente Sozialstrukturen, also das, was so das Leben, ja, das soziale Leben, sich auch unter Bedingungen der Industrialisierung der gesellschaftlichen Informationsverarbeitung und gegen die überlegen standardisierende Strukturierungsmacht von Organisationen reproduzieren können. Dass es Leben bleibt, auch wenn es sozusagen alles der nur noch computerisiert oder wie Herbert Fiedler schon 1975 gesagt hat, sozusagen Realität nur noch unter den Bedingungen und durch die Brille einer bestimmten Verdatung angeschaut werden kann, nämlich die, die in dem Computer und in dem System produziert wird. Ganz schlimm, oder? Ich überziehe schon krass. Gut. Dann ende ich einfach mal hier an der Stelle. Ja, vielen Dank. Naja.